How old are you? Wie alt sind Sie? 24. 24. 24. And how old are you? 22. 22. You have ID? Haben Sie einen Ausweis? Sie sagt ja, aber sie hat ihn zu Hause. In Ordnung. Okay. She does look very young. She said she was 22. Ja, sie sieht sehr jung aus. Ich bezweifle, dass sie wirklich 22 ist. We've got her name. Wir haben ihren Namen. Praktischerweise hat sie ihren Ausweis nicht dabei. Aber wir werden ihre Personalakte prüfen. Wenn wir noch weitere Zweifel haben, wird unsere Prüferin sich nochmal mit ihr unterhalten und versuchen, Näheres herauszufinden. Kinder sind nicht nur billige Arbeitskräfte, manche Arbeiten können sie auch besser als Erwachsene. These are linking machines. Das sind Knüpfmaschinen. Vor 20 bis 30 Jahren, als Kinderarbeit noch verbreitet war, haben Kinder an diesen Maschinen gearbeitet. Schauen Sie, man braucht wirklich gute Augen und vor allem kleine Finger, um das zu machen. Kinder hatten die idealen Voraussetzungen für diese Arbeit. Die Kinderarbeit ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Doch jenseits der Exportfabriken zwingt die Armut viele Familien noch immer, ihre Kinder schuften zu lassen. Maren Böhm hat inzwischen Bangladesch verlassen und ist in Hongkong gelandet. Sie muss nach Guangdong in Südchina, auch die Fabrik der Welt genannt. Erst gegen Mitternacht ist sie im Hotel. Am nächsten Morgen. Um 8 Uhr geht's zur ersten Fabrik. Im Vergleich zu Indien und Bangladesch sind die Fabriken in China in einem besseren Zustand. Die Arbeiter können sich mittlerweile aussuchen, wo sie arbeiten, denn gute Arbeitskräfte sind knapp. Die Mindestlöhne steigen um 15% im Jahr. Der Otto-Versand lässt hier hochwertige Produkte wie Schuhe herstellen. Aber auch in China gibt es Probleme, zum Beispiel an Stanzmaschinen. Die ist sehr gefährlich, weil da unten sind sehr scharfe Messer, mit denen diese Stoffe geschnitten werden. Und Sie sehen deshalb eben auch zwei Knöpfe. Es müssen beide Hände hoch und beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden, damit die Maschine überhaupt funktioniert. Ganz oft sieht man eben in solchen Fabriken, wo zwei Knöpfe bedient werden müssen, dass einer zugeklebt wird, damit es schneller geht. Anders als in Bangladesch hat Chinas freche Jugendkultur das Fließband schon erreicht. Wo immer Böhm ist, schaut sie sich auch die Lebensbedingungen der Arbeiter an. In China gehört zu jeder Fabrik ein Wohnheim. Die meisten Wanderarbeiter kommen aus dem armen Hinterland in den reichen Süden. Maren Böhm hat Chinesisch studiert und selbst 15 Jahre in Hongkong und Shanghai gelebt. Das Gespräch mit den chinesischen Arbeiterinnen ist für sie ein Heimspiel. Wo kommt ihr denn alle her? Wir kommen alle woanders her. Na und wo kommst du denn her? Ich komme aus Henan. Es ist so, dass wir nicht mit deutschen Anforderungen und Standards in diese Länder gehen können und uns beschweren, dass Mädchen zum Beispiel zu sechst in einem Zimmer sind und sie müssten alle ein Einzelzimmer haben. Das sind zum Beispiel Mädchen, die aus den Provinzen kommen und die Bedingungen hier vorfinden, die sie zu Hause nicht haben. Wieder auf der Autobahn. Maren Böhm ist müde. Zu Hause ist es jetzt 5 Uhr morgens. Die nächste Fabrik. Hier werden Ottos Luxuskleider hergestellt. Die Fabrik ist in gutem Zustand. Die heiklen Produktionsschritte hat die Hongkonger Fabrikdirektorin längst ausgegliedert. Kommt das auch aus Indien oder machen Sie das hier in China? Ja, das kommt auch aus Indien. Das ist typisch, auch aus Indien? Sie vergeben also auch Aufträge nach draußen? Manche Produkte ja. Hier in China, in Dongguan? Und Sie wissen genau über die Fabriken und die Zustände dort Bescheid? Ja. Pailletten werden in der Regel mit der Hand aufgestickt. Das ist ein sehr arbeitsaufwendiger Schritt und das wird sehr oft nach außen vergeben.
Dieser Stoff kommt jetzt aus Indien. Also Indien ist sehr stark für diese Stoffe. Das heißt, das liegt jetzt außerhalb des Einflussbereiches. Aber wenn eben Pailletten oder andere Dinge auf ein T-Shirt geschickt wird, müssen wir natürlich sichergestellt werden, wird das nach außen gegeben, wird, dass dort auch gute Bedingungen herrschen. Und das ist immer sehr kritisch. Inwiefern? Naja, bis wo müssen wir runtergehen? Muss es also, wenn es das ganze Teil das Haus verlässt, müssen wir uns dann drum kümmern? Muss es, wenn ein Teil nur rausgeht, dass hier oben zum Beispiel nur ein paar Pailletten drauf gemacht werden? Und das ist eine Diskussion, die die Einzelhändler alle führen. Vor 5 bis 10 Jahren, da haben wir in China auch die großen Nähsäle gesehen, wo ein Mädchen aussah wie das andere und ein Junge aussah wie das andere und die dann eben im Akkord ihre Sachen genäht haben. Inzwischen sind die sehr viel individueller, sie wissen über ihre Rechte sehr viel besser Bescheid, sie sind untereinander sehr viel besser vernetzt. Was wichtig geworden ist, ist mit dem Einkaufen, sind natürlich Karaoke und die ganzen anderen Freizeitvergnügungen. Und dafür geben die auch sehr viel Geld inzwischen aus und legen da auch Wert darauf, dass sie diese Rechte für individuelle Freizeitvergnügungen auch haben. Charles Dickinson ist inzwischen in Südindien gelandet, in der Textilstadt Tirupur. Normalerweise sehen die Kleinbusse des Hotels, die Dickinson und Team benutzen, allerdings ein wenig neutraler aus. That's a great color. Oh, die Farbe ist großartig, meine Güte. Kann er den Bus vielleicht in einer anderen Farbe lackieren? Seit ich diesen Job mache, habe ich nie gezweifelt, ob es das Richtige ist. Bin ich manchmal frustriert? Ja. Werde ich wütend? Ja. Aber ich bin oft auch überrascht über die Fortschritte, die manche Fabriken machen. Die Veränderungen können unglaublich sein. Charles wird hier in Indien sehr gute und schlechte Fabriken zu sehen bekommen. In keinem anderen Land in Asien sind die Unterschiede so extrem. Diese Fabrik ist eine der guten. Hier wird der gestreifte Pulli produziert, den C&A überall in Deutschland für 7 Euro verkauft. Also das ist ein Fashion-Killer-Produkt. Wie viel Stück machen Sie denn davon? 300.000. 300.000, wow. Und wie lange brauchen Sie, um das herzustellen? 90 Tage. 90 Tage, von Anfang bis Ende. Hier ist der Auftrag, 90 Tage. Okay. Bei den sogenannten Fashion-Killer-Produkten setzt C&A die Marge besonders niedrig an. Der Billigpreis soll Kunden in Läden locken. Am Nachmittag fährt Charles Dickinson in eine katholische Berufsschule für junge Menschen, die früher in Fabriken arbeiten mussten. Ich muss sagen, ein Großteil der Berichterstattung ist einseitig. Die Einzelhändler können zu Vorwürfen nicht Stellung nehmen. Kinderarbeit und Verstöße werden übertrieben dargestellt. Es ist frustrierend, immer wieder deswegen angegriffen zu werden. Wir verstehen natürlich, warum die Medien das machen. Die wollen die Sensibilität für das Thema erhöhen und die Situation verbessern. Aber das versuchen wir eben auch. Die beiden Priester des Don Bosco-Ordens haben die Schule aufgebaut. Sie kämpfen seit Jahren gegen Kinderarbeit. Hier werden die Jugendlichen zu qualifizierten Facharbeitern ausgebildet. Charles Dickinson schätzt die Priester, weil sie die Zustände genau kennen und stets kritisch sind. Auch wenn sie von Unternehmen wie zum Beispiel C&A finanziell unterstützt werden. In manchen der Textilfabriken sind die Bedingungen inzwischen extrem gut, aber wenn man sich die Zulieferer der Fabriken anschaut, sind die Bedingungen nicht so gut. Manchmal sind sie schlecht. Manchmal ausbeuterisch. Das muss sich ändern. In der Endfertigung finden wir keine Kinder, aber wir finden immer noch Kinder bei den Zulieferern. Die Produzenten geben den Auftrag an eine andere Fabrik weiter und die gibt ihn wieder weiter. Manchmal werden Dinge sogar in Heimarbeit erledigt. Und in dieser Kette sind auch Kinder beteiligt.
Es ist natürlich erschreckend, wenn dort Menschen ausgebeutet werden. Aber auch wir tolerieren dies nicht. Und das wissen die Lieferanten. Wenn sie gegen die Regeln verstoßen, machen wir keine Geschäfte mehr mit ihnen. Wir wollen nicht, dass Leute ihre Arbeit verlieren. Wir sagen, wir brauchen die Industrie, aber ohne die Ausbeutung. Wir brauchen die Industrie minus Exploitation. Nach dem ernsten Gespräch will sich Charles Dickinson in den unzähligen kleinen Fabriken umschauen, die nicht für Hersteller arbeiten. Hi. Hi, guys. Hello. Hi. That's better. Kid in the corner. Da sitzt ein Kind in der Ecke. Hi. Hi. Dickinson macht sich regelmäßig ein Bild von der Lage in den Fabriken, die nicht bei C&A unter Vertrag stehen. Hier kann leicht ein Feuer ausbrechen. Thank you. I was clearly a young lad. Das war eindeutig ein kleiner Junge in der Ecke der Fabrik. Quite poor conditions. Ziemlich schlechte Zustände, große Brandgefahr. An der Wand waren Stoffe am Sicherungskasten gestapelt. Da standen Chemikalien rum. Da sind Unfälle programmiert. Charles Dickinson kennt die Extreme Indiens, die guten und schlechten Fabriken. Doch selbst die überarbeiteten Näher in den Sweatshops haben es noch gut gegen diese Menschen, die vom Müll der Textilindustrie leben. Um sie kümmert sich niemand. Die Regierung nicht, die Einzelhändler nicht und die deutschen Kunden erfahren gar nichts von ihnen. Maren Böhm ist wieder zurück in Bangladesch. In dieser Fabrik hat es große Probleme mit den Notausgängen gegeben. Das hier ist also die schmale Treppe. Hier stimmt die Breite nicht, 45. Hier müssen wir eine Feuerübung machen. Maren Böhm entschließt sich spontan, einen Feueralarm auszulösen. Sie will wissen, ob die Arbeiter sich im Brandfall in Sicherheit bringen können. In dieser Fabrik haben wir eine sehr verwinkelte Gebäudestruktur. Wir haben drei Notausgänge, zwei sind vorgeschrieben, das heißt theoretisch genug, aber aufgrund der Struktur brauchen wir einen dritten. Der ist aber hat nicht die vorgeschriebene Weite. Das heißt, die Mitarbeiter hier müssen speziell trainiert sein, damit sie genau wissen, wer muss welchen Ausgang benutzen und wer muss in den anderen gehen. Die Evakuierung hat gut funktioniert. Das hat alles sehr gut geklappt. Die Leute sind geordnet, ohne zu Paniklaufen rausgegangen. Jeder wusste, wo er hin musste. Und das ist ein ganz tolles Erlebnis im Moment, das mich im Moment auch ein bisschen überwältigt. Wir haben hier vor allem in Bangladesch sehr viele Probleme mit Feuersicherheit und wir arbeiten seit vielen Jahren daran, das in den Griff zu bekommen. Und das ist ein Erfolgserlebnis und ich bin sehr froh. Nach 10 Minuten gehen die Beschäftigten zurück in die Fabrik. Sie arbeiten jetzt wieder an dem roten, figurbetonten Otto-Strickkleid der Marke Boysens. Es soll ein Verkaufsschlager werden. Dazu muss es möglichst billig sein.